Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Ich sitze heute mit dem Patrick Grabowski hier. Patrick ist unser Kunde und er hat seinen fünfstelligen Monatsumsatz bereits im Oktober letztes Jahr erreicht. Du bist deine Selbstständigkeit mit uns quasi von Beginn an angegangen, oder? Genau, also ich habe vor einem Jahr ungefähr mich angefangen, selbstständig zu machen, war ein halbes Jahr alleine unterwegs. Ja. Es war sehr holprig und dann bin ich im Oktober zu euch gekommen oder ich glaube September und dann ging es eigentlich rasant nach oben. Ging es direkt los. Stell dich einmal kurz vor unseren YouTube-Zuschauern. Wer bist du und was machst du? Was ist dein Angebot? Ja, hi, mein Name ist Patrick Grabowski und ich helfe Angestellten, die eine Ausbildung haben, beruflich weiterzukommen. Wenn man eine Ausbildung gemacht hat, kann man praktisch noch einen Fachwirt und einen Betriebswirt weitermachen bei der IHK und so beruflich vorankommen. Und solche Weiterbildungskurse biete ich meinen Kunden an. Genau. Das heißt, du bist selbst jemand, der quasi diese IHK-Fortbildungen anbietet, oder? Genau, ich habe selber die Weiterbildung gemacht zum Fachwirt und Betriebswirt und habe das Ganze berufsbegleitend gemacht und kenne deshalb auch die Probleme von den Kunden und habe dann praktisch selber mir überlegt, wie kann ich das besser machen und biete da halt Weiterbildungskurse an. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich biete diese Kurse an? Was war so dein eigener Werdegang? Also ich selber habe eine Ausbildung gemacht, habe dann im Büro gearbeitet, war auch im Ausland mal unterwegs und dann hat mein Arbeitgeber mir angeboten, diese Fortbildung zu machen nebenberuflich. Und bei dieser Fortbildung habe ich halt extreme Probleme kennengelernt, weil die Durchfallquoten sind extrem hoch gewesen und die Leute sind eigentlich voll motiviert, wollen weiterkommen, aber irgendwie war diese Vermittlung von der Schule nicht so gut und da habe ich mir einfach gedacht, ich möchte das besser machen. Ja. Heißt, du hast einfach selber so gesehen, da ist ein Bedarf quasi, Menschen wollen sich fortbilden, beruflich, um wahrscheinlich irgendeine höhere Position zu kriegen, ja? Genau. Oder warum macht man die Fortbildung grundsätzlich? Ja, man möchte eigentlich beruflich weiter vorankommen, mehr Kompetenzen aufbauen und halt auch mehr Verantwortung im Beruf bekommt, dass man auch mehr verdient dann wahrscheinlich später oder bessere Sicherheiten hat, ja. Also quasi, man will einfach Karriere machen, also sagt man, hey, ich muss mich selber weiterentwickeln, muss mich selbst weiterbilden und macht dann diese IHK-Prüfungen. Aber dann bei der klassischen Vorgehensweise, da sagst du, ist die Vorgehensweise, wie das beigebracht wird, nicht ideal? Ja, das Problem ist, ideal, oder? Das Problem ist, so eine Weiterbildung, die geht normalerweise circa berufsbegleitend 2 Jahre. Und dann hast du halt verschiedene Dozenten, du hast vielleicht 10 Fächer, du hast 10 Dozenten. Mhm. Und da kann es halt sein, dass manche das mit einer stärkeren Intention machen und manche halt vielleicht nicht so gut dabei sind. Ja, und dann ist halt auch so, dass meistens werden die Skripte von den Lehrern halt dann nur vorgelesen und du musst dir halt vorstellen, du hast 20 Leute in einem Raum, der eine hat eine kaufmännische Ausbildung, der andere hat eine technische Ausbildung. Da ist halt einfach das Problem, dass jeder einen anderen Startpunkt hat und jeder hat ein eigenes Tempo. Mhm. Und wenn die Skripte dann einfach nur vorgelesen werden, dann haben die Leute einfach irgendwann das Problem, dass sie nicht mehr richtig mitkommen, auf Fragen wird nicht eingegangen und dann kommt so eine Abwärtsspirale in Gang und dann haben sie halt Motivationsprobleme. Und wenn das Ganze halt 2 Jahre geht, Montag, Mittwoch und Samstags richtig statisch, 3-mal in der Woche, dann sind die Leute einfach unmotiviert, weil sie unmotiviert sind, lernen sie weniger und dann haben sie halt schlechte Ergebnisse oder fallen auch durch. Ja. Was ist bei dir jetzt anders? Also wie läuft es bei dir ab? Also da ich selber diese Weiterbildung gemacht habe, kenne ich die Probleme und ich habe praktisch diese ganzen überladenen Skripte in kleine Module gepackt und habe dann praktisch aus praktischer Erfahrung eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemacht, welches Modul nach was kommt, sodass es halt auch wirklich Sinn macht bei dem Kunden. Und jeder kann es praktisch individuell in seinem Tempo machen, weil es Videokurse gibt, es gibt digitale Karteikarten in der App und es gibt halt wirklich Audiopakete, wo halt die Vielbeschäftigten sich dann auch zum Beispiel im Fitnessstudio einfach die Audiodateien anhören können und sich halt so extrem viel Zeit sparen. Und das Beste ist halt, wenn die Leute dann auch noch wirklich Fragen haben und nicht weiterkommen, haben sie mich trotzdem noch durch regelmäßige Calls als Ansprechpartner, wo ich alle Fragen beantworte. Und so ist halt gewährleistet, dass jeder in seinem Tempo sich erfolgreich weiterbilden kann. Also ist quasi einfach diese Schulung digitalisiert. Genau, ja. Und bietet sie jetzt so quasi an. Ja. Wie war so der Schritt in die Selbstständigkeit? Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, man steht ja nicht morgens auf und sagt, jo, ich kündige jetzt meinen Job. Du hast ja wahrscheinlich vorher auch gearbeitet. Ja. Hast ja wahrscheinlich auch irgendeine Position gehabt. Ja, ich wollte einfach mein eigener Chef sein. Also ich glaube, da gab es jetzt keinen so richtigen Grund. Ich hatte eigentlich einen ziemlich guten Arbeitgeber. Aber ich wollte irgendwie einfach mein eigenes Ding mal machen und habe dann gedacht, dass ich das halt mache, weil ich halt auch gut erklären kann, die Sachen. Selber, wo ich die Weiterbildung gemacht habe, habe ich halt schon andere Leute dabei gecoacht und die haben halt auch gesagt, ich habe da eine Stärke, dass ich das vermittle. Und dann bin ich da halt so reingewachsen. Ja. Also du hast einfach gesagt, ich will mein eigener Chef sein, ich mache mich selbstständig. Das war jetzt letztes Jahr dann im
April, Mai rum ungefähr. Ja. April, Mai. Mhm. So, dann warst du selbstständig, hast du direkt deinen Job gekündigt oder hast du das nebenbei gemacht? Mein Arbeitgeber wollte eigentlich Personal reduzieren und ich habe mich dann freiwillig gemeldet und dann habe ich halt diese Chance bekommen, das Unternehmen zu verlassen und genau, habe dann angefangen, mich selbstständig zu machen. Wie waren so die ersten Schritte, bevor du bei uns warst? Ich war bei einem Amerikaner, bei einem Business Coach. Du hast also quasi ein anderes Coaching gekauft? Genau, ja. Ein amerikanisches? Genau. Und? Ja, ich war am Anfang total begeistert davon. jemand hat dann auch erzählt, hier, die Baulig sind die Besten und ich war jetzt in meiner Bubble drin, dachte, der Amerikaner uns ist der Beste. Dann hat jemand von euch Baulig erzählt, dass ihr die Besten seid und irgendwie wollte ich das nicht so wahrhaben. Warum nicht? Ja, weil es war halt so komisch, wenn einfach jemand sagt, ja, geht zu den Baulig, das sind die Besten. Das klingt irgendwie komisch, weil ich habe euch davor auch gar nicht gekannt, ja. Also warst du quasi ganz neu in diesem Selbstständigkeits-Thema genau, drin. Genau, und ich war auch so voll off von Social Media, also gar nicht auf YouTube unterwegs oder auf Facebook-Werbung, kannte ich euch nichts, da hat einfach nur jemand gesagt, geht zu den Baulig, das sind die Besten. Und da ist man halt schon immer ein bisschen vorsichtig so. Ja, aber du wirst ja dann auch ein bisschen dir das angeschaut haben, oder? Du wirst ja nicht dann nur, weil ihr gesagt habt, geht zu den Baulig. Ich habe mir das, um ehrlich zu sein, ich habe mir das gar nicht angeschaut. Und dann war ich Gott sei Dank mit dem Kumpel mal was essen. Und da habe ich dann ein bisschen von meiner Selbstständigkeit erzählt. Und da hat mich dann einer beim Esstisch an der Seite angesprochen und hat halt gesagt, hey, kennst du den das hast du von dem, weil ich da ein bisschen was darüber erzählt habe. Also du sagst, warte mal, stopp, ich muss das nochmal aufarbeiten. Du warst essen mit einem Kumpel. Genau. Und dann hast du dich quasi mit dem unterhalten über Business. Genau, ja. Und dann hat irgendein Typ, der neben euch sitzt, dem wir beide nichts zu tun und hat gesagt, hey, ja. Du redest doch von dem XYZ. Genau, ja. Ja. So war das. Also ich werde jetzt, wir blenden mal den Namen von diesem Amerikaner aus, weil ja. Das ist ja irrelevant für den Kanal jetzt hier. Genau. Ne? Aber falls ihr euch nicht wundert, warum der Name jetzt nicht fällt. Okay, dann hat er gesagt, du bist bei diesem Amerikaner, weil das, was du sagst, klingt wie der oder wie? Genau, ja. Und dann? Dann hat er einfach gesagt, ja, vergiss den Typ, der Typ ist Schrott, geh zu den Baulig. und das war ein Typ, der war zu meinem Alter, also der war noch relativ jung und der sagt schon, ich habe 7 Mitarbeiter, ich mache schon über 100.000. Wer war das denn? Ich, um ehrlich zu sein, wir haben Nummern ausgetauscht, wir haben ein paar Mal gesprochen, aber ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Okay. Ja, der hat auch gesagt, der ist schon bei allen Trainings mit dabei, also der ist so im Dating-Bereich. Okay. Und dann hat er halt... In Stuttgart? Ja. Aber stimmt, der Silas... Ja, ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja, der hat mich dann schau, da... Schau, Silas. Ne? Grüße. Ja, das war eigentlich so dieser Game-Changer-Moment. Ja, dann... Ich kann mir richtig vorstellen, wo du Silas noch sagst, kann ich mir richtig vorstellen. Ey, wie redest du gerade darüber, über diesen Amerikaner? Ja, geh nicht zu dir, geh zu dir. Kann ich mir richtig vorstellen. Ja, aber Silas, die machen im Dating-Markt auch ihre 100.000 Euro im Monat. Ja. 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 Mhm. Ja, und dann? Ja, und dann hat er halt meine Nummer weitergegeben. Warst du dann... Hast du dich nicht gewundert, dass sich einfach jemand anlabert in einem Restaurant? Ja, aber wenn das war so dieser Moment so, wenn jemand in deinem Alter einfach das so locker raussagt, so als wäre das nichts Besonderes, das war einfach so ein Game-Changer-Moment. So. Das hat einfach so, keine Ahnung, die Wand eingerissen. Und dann hast du quasi angefangen, dich mit uns zu beschäftigen? Nee, ich bin dann, ja, der, also das war dann eigentlich relativ schnell. Das war sonntags und ich glaube, montags habe ich dann einen Anruf bekommen und habe gleich gesagt, hier, Qualicore gemacht, dann habe ich gleich gesagt, hey, ich will das Training bei euch. Wurde mir erst ein Training für Donnerstag angeboten. Ein Termin. Genau. Ja. Dann habe ich aber gesagt, das dauert mir zu lang. Und dann hatte ich, glaube ich, am selben Tag sogar noch meinen Call mit dem Yannick und bin dann direkt losgestartet. Wie? Also es ging ratzfatz dann. Wie, das war dann im Oktober, ne? Genau. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, ich habe das... Beziehungsweise, wir hatten noch gar nicht geklärt, wie war denn die Zeit der Selbstständigkeit bis vor dem Coaching? Wie lief das denn? Ja, also ich habe in 6 Monaten so 12.000 netto gemacht, also relativ wenig noch. Ja. In Summe oder was? Genau, in Summe. Also okay. In 6 Monaten, in einem halben Jahr ungefähr so 12.000 netto. Ja, weil man wusste halt auch nicht genau, wie man anfangen sollte. Ich glaube, ich habe mal 2 Wochen eine Website oder so gebaut gehabt, also es war total lost. Man wusste auch ja, aber gar du hast ja ein Coaching. Ja, aber das hat halt nicht so die Resultate erzeugt. So. Okay. Das, genau, dann bin ich Gott sei Dank zu euch gekommen. Ja, und hatte dann im ersten Monat, ich glaube, 18.000 gemacht dann. Ja. Von jetzt auf gleich so? Ja, innerhalb von 30 Tagen, ja. Und was hast du da geändert, dass das auf einmal ging? Als der gerne, ja, okay, aber wie hast du das denn jetzt gemacht? Du kaufst ja nicht unser Training und auf einmal. Ja, das Ding ist, euer Training ist halt echt so geil aufgebaut, dass das wirklich jeder umsetzen kann. Und man kriegt bei euch einen richtig geilen Support und man
bekommt halt auch so eine individuelle Unterstützung, die man halt auch Kunden generiert und Kunden bekommt, ja, und die dann natürlich auch, sage ich mal, für einen höheren Preis abschließen kann. Was hast du jetzt konkret umgesetzt dann im Oktober? Ich habe die Strategie von euch, die Facebook-Gruppenstrategie, umgesetzt und ja. Ich habe dann halt auch meine Verträge digitalisiert mit den Kunden, dass wir da auch direkt anfangen können und so mache ich das jetzt. Ja. Also allgemein auch die Dienstleistung auch digital aufgestellt quasi, genau. Den ganzen Prozess dahin. Genau, also davor hatte ich immer nur 1-zu-1-Coaching, dann habe ich angefangen mit Gruppencoaching, weil ich ja schon sehr viel Erfahrung gesammelt habe und genau, jetzt habe ich halt durch diese Gruppencoachings auch einen Videokurs dann aufgenommen. Ja. Was war das so für ein Gefühl, dass du jetzt auf einmal, ich meine, du hast ja mehr jetzt in 30 Tagen umgesetzt als vorher in einem halben Jahr. Ja, das war schon krass. Also das war einfach unbeschreiblich. Man kann es nicht so richtig in Worte fassen, aber wenn man auch diesen Award dann von euch bekommt und vor allem das Geile ist halt auch, wenn man dadurch, mit euren Strategien habe ich viel mehr Leute erreicht als davor. Und ich habe halt auch wirklich mit meinen Kursen das Leben von anderen Angestellten verändert, die dann wirklich die Prüfung auch erfolgreich bestanden haben und die aufgegeben hätten. Und das ist auch so, wenn die Leute zu mir sagen, hey, du bist der beste Coach und ich hätte niemals gedacht, dass das so gut funktioniert bei dir. Und das gibt mir einfach dann auch richtige Stärke und Selbstvertrauen, dann da auch weiterzumachen. Ja. Also nicht nur deine eigenen Resultate sind geiler geworden, sondern auch die von deinen Kunden. Genau, ja. Sehr, sehr geil. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Oktober, da kamen ja noch andere Monate dahinter, November, Dezember, ja, Januar. Ja, ich bin dann in der Masterclass gewesen und bin dann ins Excellence und hatte jetzt im Januar 60.000 Euro Umsatz und im Februar 40.000. Februar 40, Januar 60, geil. Genau. Und ja, ich stehe eigentlich noch relativ am Anfang, aber ich bin jetzt auch so ins erste Büro eingezogen, habe meine eigene GmbH gegründet. Also es geht auf jeden Fall vorwärts. Ja. Sehr geil. Aber das ist auch wieder nochmal ein krasser Sprung gewesen dann von Oktober auf Januar. Was hast du anders gemacht? Ich habe eigentlich nur das Sachen von euch aus dem Training umgesetzt. Das ist so. Ja, ganz einfach. Ja, das ist einfach um. Klingt cool. Ja, einfach machen. Ja. Was hast du umgesetzt? Ja, also davor lief eigentlich alles noch organisch in den ersten Monaten. Das heißt, ich habe halt Leads über meine Gruppe generiert. Also quasi die ersten Monate war alles noch organisch ja. Und dann kam der Switch genau. Im Training, logischerweise, was wir auch beibringen, dass man anfängt auch Werbung zu machen. Ne? Das war ziemlich witzig, weil ich habe im Dezember meine erste Werbung geschaltet, also mein erster Werbetext, der ging total in die Hose. Mhm. Da habe ich extrem viel mitgenommen, da konnte ich dann auch wirklich hier mit dem Kevin drüber sprechen, wie ich das verbessern kann und wie ich das... Kevin ist unser... Mitarbeiter im Coaching-Team, der dann auch so einen Live-Call macht zu dem Marketing. Genau. Klarheit, Positionierung und so. Genau, und der hat mir dann auch dabei geholfen. Und dann habe ich im Januar meine zweite Ad, meinen zweiten Werbetext aufgesetzt und habe da halt ein bisschen Geld ausgegeben. Und das hat dann halt richtig geboomt. Ja. Wie viel Geld hast du ausgegeben? Wie viel Budget? Boah, also ich glaube so im Januar waren es 2.000, 3.000 an Ads. Ja. Und davon habe ich dann 60.000 Umsatz generiert. Aber man muss auch sagen, nicht alle Leute sind über die Ads gekommen, weil bei mir im Bereich läuft sehr viel über Weiterempfehlung. Mhm. Aber da die Kunden halt wirklich gute Ergebnisse haben und zufrieden sind, empfehlen sie dann auch einen weiter. Ja. Ich habe einige Kunden über die Ads gewonnen auch. Ja, ja, aber die Kunden, die dich ja weiterempfehlen, kommen ja dann auch irgendwann, sag ich mal, aus Werbung. Ja? Genau, ja. Du gewinnst ja Leute über Werbung und die empfehlen dann jemanden weiter. Dann ist ja die empfohlene Person auch über die Werbung ursprünglich quasi entstanden. Ne? Ja. Aber sehr geil. Also das heißt, geile Resultate für deinen Kunden selber. Schnell gewachsen. Was sagt so dein Umfeld dazu? Ich meine, wenn der Schritt in die Selbstständigkeit, da werden ja wahrscheinlich auch einige von abgeraten haben, oder? Ja, es war ziemlich witzig, weil ich es am Anfang eigentlich für mich behalten habe. Ich habe das nicht so richtig an die große Glocke gehängt. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so rumgelaufen oder habe das jedem erzählt. Ich habe das einfach mal für mich gemacht, weil ich selber nicht wusste, was da auf mich zukommt. Lieber mal... Ballflach halten genau. Und nicht jedem erzählen das jetzt. Ja, weil man möchte dann auch, was ich halt auch vermeiden wollte, wenn ich es irgendjemandem erzählt habe, dann haben die mir halt immer irgendwelche Tipps gegeben. Ja, hey, du brauchst Instagram, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Und auf solche Diskussionen hatte ich eigentlich nicht so richtig Bock. Ja. Ja. Ich habe einfach die Sachen gemacht, was ihr aus dem Training empfohlen habt und habe den Ball flach gehalten. Und mittlerweile wissen es jetzt auch ein paar aus meinem Umfeld, was ich mache und sind halt auch mega stolz auf mich. Ja, das ist schon schön. Also positives Feedback. Ja, ja. Häufig hört man ja auch, dass Leute vielleicht eher so mit gemischten Gefühlen reagieren. Aber du hast eigentlich richtig gemacht, wie wir auch sagen, erstmal einen Beifach halten und nicht jedem volllabern mit seiner Selbstständigkeit. Weil, wenn du jetzt dich selbstständig machst und dann jedem davon erzählst und berichtest,
und du hast aber noch gar keine Ergebnisse, dann ist es halt schwieriger, die Leute zu überzeugen. Wenn du jetzt wie du Ergebnisse hast und dann kommst und sagst, ja, ich habe mich selbstständig gemacht, läuft ganz gut jetzt. Ja. Du musst jetzt nicht den Umsätze im Detail erzählen. Dann ist es halt eher positives Feedback, was man dann bekommt. Vor allem ist es auch eine coole Dienstleistung, ne? Ja, also ich finde es extrem cool, weil Leute wirklich sich weiterbilden wollen und dann halt auch eine Chance haben, gerade wenn sie im technischen Bereich irgendwie arbeiten und in der Schicht arbeiten, dann haben sie gar nicht die Möglichkeiten, sich weiterzubilden, weil sie in der Schichtarbeit gefangen sind und eigentlich da raus wollen, ja, aber gar keinen Kurs belegen können. Weil die zeitlich gar nicht dann stattfinden. Ne? Gar nicht umsetzen können, ja. Das ist dann schon extrem geil. Ja, ja, das ist das Coole an diesen ganzen E-Learning-Dienstleistungen, dass man sie quasi auch machen kann, wenn man Zeit hat und nicht irgendwie gebunden ist an bestimmte Termine. Ja. Ja. Oder zumindest nicht so starre Termine hat, wie jetzt, wenn man irgendwo physisch präsent vor Ort sein muss. Mhm. Was waren denn so deine größten Learnings, die du so mitgenommen hast? Oder wo hast du dich persönlich, sag ich mal, am meisten weiterentwickelt jetzt in der Zeit, seit wir zusammenarbeiten? Ja, das Ding ist ja, man weiß am Anfang gar nicht, was eigentlich passiert, was wichtig ist, und man lernt bei euch eigentlich kontinuierlich dauerhaft. Ja? Das größte Schlüsselmoment, denke ich, so war bei mir, wie man Ads schaltet, weil ich denke, das ist unglaublich wichtig in der heutigen Zeit, aber natürlich auch, welche Strategie man da verfolgt und wie man dann die Leute abschließen kann. Also dieser ganze Prozess eigentlich von Kundengewinn bis Abschluss, weil das, wenn man sich selbstständig machen will, dann ist ja eigentlich so, du findest ja heutzutage genügend Kunden, du weißt, die sind irgendwie im Internet, das ist wie so ein riesengroßer Teich, aber du weißt halt, wenn du die Kunden einfangen willst oder die Fische einfangen willst, dann musst du eigentlich mit dem Boot rausfahren und die irgendwie einsammeln. Aber du weißt genau, was du machen musst, aber wie du das genau umsetzt, das weißt du halt nicht. Und da habt ihr mir halt extrem dabei geholfen. Ja, welchen Köder man benutzen muss, dass die Leute auch anbeißen. Genau, welches Boot man überhaupt nehmen sollte. Genau, genau. Um da hinzufahren. An welche Stelle man im See fährt. Ja. All diese Sachen, die lernst du bei uns im Training, ist richtig. Ja, ja. Was ist denn der Unterschied? Du hast ja, wie gesagt, dann schon eine Erfahrung gesammelt mit anderen Programmen. Meistens sagen wir immer, ja, hier, die Deutschen, die kopieren immer aus Amerika, aber bei uns ist ja das ist ja der Gegenteil der Fall. Je mehr amerikanische Sachen man sich anguckt, desto schlechter wird man eigentlich, meiner Meinung nach. Was ist der Unterschied zwischen dem Training von diesem Amerikaner und uns jetzt gewesen? Dass es auf einmal bei uns so schnell funktioniert hat und bei ihm nicht. Ja. Boah, da gibt es so vieles. Das ist einfach Next Level. Das ist einfach nicht. Das ist so wie Opel und Porsche oder so. Du kannst es gar nicht so. Also ich fahre selber einen Opel, aber du kannst es gar nicht so vergleichen. Ja, noch? Also noch. Aber was halt wirklich geil ist, weil ihr habt ja in eurem Training eigentlich auch sehr viele Videos und auch Live-Calls und Support über einen Chat, also über eine Facebook-Gruppe. Und weil ich ja auch Angestellte abends unterrichte, hatte ich teilweise gar keine Zeit, in diese Live-Calls reinzukommen, weil ich da einfach Kundentermine hatte. Und trotzdem habt ihr es geschafft, über die Facebook-Gruppe, wenn ich Fragen hatte, mir einfach so zu helfen, dass ich immer den nächsten Schritt umsetzen konnte. Hm. Und das ist halt bei vielen anderen nicht so. Und bei euch ist einfach diese Kundenbeziehung und dieser Kundensupport ist halt einfach so wie Amazon eigentlich. So, die haben auch geile Kundenzufriedenheit und einen geilen Support. Da seid ihr einfach nochmal so next level. Ja, und das, weil man einfach kontinuierlich immer Fragen geklärt bekommt, genau, egal wann, ja, eigentlich. Ja. Ne? Und ihr wisst immer schon den nächsten Schritt und ihr wisst einfach auf jede Frage eine Antwort. Und wenn ihr mal was nicht so gut läuft, dann ist es halt auch geil, weil dann sagt ihr es einem direkt, ohne lang rumzureden. Und das schätze ich da auch sehr. Was war im Training, was lief bei dir mal nicht so gut, wo wir das dann direkt gesagt haben? Zum Beispiel. Das war, ich hatte da ein Riesenthema wegen meiner Facebook-Targetierung, wie ich die Targetierung aufsetze. Ich habe das mit diesem ganzen Facebook-Business-Manager gar nicht so gut verstanden. Ja? Mhm. Und da haben wir echt mehrmals hin und her geschrieben, bis es dann halt irgendwann gepasst hat. Ja. Also hast du da ein bisschen die Schwierigkeit gehabt, aber hat der Kevin dann hinbekommen. Genau, ja. Ja, also auch Zielgruppen, Targetierung, Ad-Offsetzen und so. Ja. Ja. Das waren so die das ist, die Support ist einfach viel besser. Ja, das ist ultra, das ist richtig geil, der Support. Bist du jetzt auch in den Live-Calls aktiv mittlerweile? Ja, ja, klar. Also ich teile es mir schon ein. Ich bin ja auch jetzt im Excellence-Training und da habe ich ja die Sprechstunde mit dem Falk, wo man ja täglich wahrnehmen kann. Und wenn ich da Fragen habe, dann gehe ich da auch rein. Ja, das ist Gold wert einfach. Was ist dein Lieblings-Live-Call? Ganz klar muss ich eigentlich sagen, die Sprechstunde mit dem Falk, weil man da halt eigentlich alles fragen kann. Ja, da ist man halt sehr flexibel dann. Ja, das ist nicht themenbasiert, sondern man hat einen direkten Ansprechpartner. Ja. Zu jedem Thema? Ja, zu jedem Thema, genau. Okay. Und was ist dein zweit Lieblings-Call? Der Vertriebs-Call.
Das ist gut, weil der mir auch geholfen hat, das praktisch mein Angebot so zu platzieren, dass die Leute Bock drauf haben, das zu machen dann auch. Ja. Und ja. Wie man das dann platziert. Hast du vorher das Gefühl, dass du schon ein guter Verkäufer gewesen bist? Oder warst du vorher nicht so der Verkäufertyp? Wie war es, bevor du gestartet bist mit Training? Also ich hatte schon ein paar Sales gemacht, ja. Ich habe mich auch mit Büchern auseinandergesetzt, wo es über das Thema Verkaufen ging. Ich hatte auch schon mal früher Kampfsport gemacht. Da hatten wir auch so einen Tag der offenen Tür. Da hatte ich auch viele Abschlüsse gemacht. Aber dass ich davor ein guter Verkäufer war, würde ich jetzt nicht behaupten. Ja. Weil das Wissen, was man jetzt hat und wie man das umsetzt, das ist halt nochmal eine Ebene höher gewesen. Ja. Also auch mit so Leitfaden, Skripten und so weiter zu arbeiten. Genau, ja. Und auch welche Käufersignale es gibt und wie die Bedürfnisse sind und wie man diese Story am besten verpackt. Ja. Das ist nochmal Next Level dann. Ja, das ist immer sehr viel Next Level. Okay, also du hast jetzt so eine Klarheit drin, wie man besser verkauft, ne? Ja. Struktur überhaupt mal. Ja, ja. Und anderen Behandlungen kannst du wahrscheinlich auch jetzt. Ja, ja, also ich denke, viele Leute haben bei mir gar keine Einwände, weil. Also das Marketing vorher schon gut ist. Dann ist es leichter. Ja, genau, ja. Was sind so deine weiteren Ziele, die du jetzt hast für die Zukunft? Also ich möchte mehr Kurse anbieten in Zukunft. Ich möchte dann noch wachsen. Ich habe jetzt auch mein Büro bezogen. Ich möchte dann jetzt auch bald den ersten, zweiten Mitarbeiter einstellen und wirklich langfristig mich in diese Weiterbildungsbranche etablieren. Und vielleicht wäre dann so der nächste Step, die Leute, wo halt so eine nebenberufliche Weiterbildung machen, die sind eigentlich sehr gut organisiert und sehr gut belastbar auch. Also weil die machen sowas nebenher, die arbeiten Vollzeit und machen sowas noch. Das sind wirklich disziplinierte Leute. Und denen möchte ich dann auch wirklich die Chance geben, vielleicht in einer Agentur später einen besseren Job dann wirklich zu finden auch. Das ist so vielleicht der Gedanke dahinter dann irgendwann mal. Ja. Also willst du nicht nur die Leute ausbilden, sondern auch gucken, dass du noch einen geilen Job den mit vermittelst. Genau, ja, weil dann kann man auch sagen, okay, man kennt die Leute, man hat jetzt über ein Jahr oder so kennengelernt. Dann kann man ja auch ein bisschen sagen, hey, der ist wirklich gut. Vielleicht hast du auch Leute hier für uns, die uns für uns relevant sind. Direkt die Supply Chain erweitert an der Stelle. Ja. Ja. Sehr geil, cool. Wie kann man, wenn man jetzt hier zuschaut und sagt, hey, ich bin vielleicht gar nicht selbstständig, ich bin angestellt und ich habe auch schon überlegt, mich vorzubilden und eine Fortbildung zu machen. Wie kann man dich finden? Ja, man kann einfach Patrick Grabowski, also Patrick mit CK, Grabowski mit Gustav, Richard, Anton. Wir blenden es auch hier nochmal ein. Ja, genau, hinten mit Y in Google eingeben und dann findet man mich. Ja. Und dann kann man praktisch auf der Homepage auf dieses kostenlose Erstgespräch klicken und dann nehme ich Kontakt zu euch auf. Ja. Sehr geil. Und wenn du selbst auch ja, in irgendeiner Art und Weise Coach, Berater, Trainer bist, so wie es auch der Patrick ist, und du möchtest dein Geschäft weiter ausbauen, du hast jetzt gehört, wie so eine Geschichte aussehen kann, ist quasi zu uns gekommen als Anfänger unternehmerisch im Prinzip, ne? Ja, ja. Und hast dann die einzelnen Schritte gelernt, Verkaufen, Marketing, hast erst organisch logischerweise Kunden gewonnen, dann später mit bezahlten Werbeanzeigen und jetzt bauen wir das Ganze Stück für Stück weiter aus. Wir haben jetzt März, geht es noch weiter bei dir, würde ich sagen, die nächsten Monate und Jahre. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Wenn du lernen möchtest, wie du das für dich umsetzen kannst, dann geh auf www.andreasbaulig.de. Trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir wollen dir da weiterhelfen. Und wir können dir vor allen Dingen auch weiterhelfen, denn wir haben schon tausenden Unternehmern und Selbstständigen geholfen, ihre Geschäfte weiter auszubauen, signifikant mehr Umsätze zu machen, auch mehr Gewinn zu machen, größer zu werden mit der Firma. Du hast auch eben die Geschichte erzählt mit dem Silas, ja, den beim Essen hast du verlegt. Auch die Jungs sind zu uns gekommen, zu zweit. Und jetzt haben sie jetzt ein Team, was hast du eben gesagt, mit sieben Mitarbeitern waren dann. Ja. Das heißt, sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten. Du siehst auch viel, viel mehr davon hier auf dem Kanal. Kannst dir einfach alles ansehen. Und wenn du irgendeine Frage hast, schreib mir gerne bei Instagram. Einfach hier, Markus_Baulig. Oder dem Andreas. Ja, wir können dann auch mal auf deine spezifische Situation schauen. Und ja, wenn dir das Ganze gefallen hat, ist auf www.andreasbaulig.de. Trag dich ein für ein Erstgespräch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Kommen, Patrick. Die Anreise aus Stuttgart. Dankeschön. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Patrick und euer Markus. Ciao. Ciao.